Hallöle Leute und willkommen zurück hier bei Dragon Quest. Wir sind ja in der letzten Folge, glaube ich, noch hier in die Todespriester reingerannt und dementsprechend wollen wir die besiegen, bevor wir weiter nach Fred und seinen Kumpanen suchen. So, fangen wir mit der Teak-Tiki-Maske an und dann neue Chance. Du willst sie direkt wiederbeleben. Du bist davon ausgegangen, dass ich direkt auf die erste Maske gehe? Und dann hast du deswegen in der ersten Runde neue Chance eingesetzt, in der Hoffnung, dass die stirbt und dann noch die Wiederbelebungschance funktioniert. Also ich meine, er hat ja wirklich gut drüber nachgedacht und es ist genauso eingetreten, wie er es erwartet hat. Ein bisschen unrealistisch fand ich es trotzdem. Naja gut, sei es drum. Mal gucken, ob der es schafft, seinen Kumpel wieder zu beleben. Nein, zum Glück nicht. Der andere Todespriester tut nichts. Wunderbar. Ja, Freunde. Für mich ist es leider ein bisschen her, dass ich das letzte Mal Dragon Quest aufgenommen habe. Deswegen weiß ich auch gar nicht mehr, wie ich die Leute hier alle gesprochen habe und hast du nicht gesehen. Aber, ja, irgendwie machen wir das schon. Und ich muss ganz dringend die Todespriester als erstes ausschalten. Die gehen mir ja sowas auf den Sack. So, hier, Olli macht das Vieh weg. Ende. Im Gelände. Tschüss. Und wir kriegen noch einen Holzhelm. Hurra! Ich glaube, den hatten wir zwar tatsächlich noch nie, aber ist jetzt nicht so, dass man den ganz dringend brauchen würde. Da, Todespriester, du gehst mir am Hintern vorbei. Gibt es hier wirklich nichts, wo ich mal reinstöbern könnte? Gar nichts? Das wirkt so seltsam, eine Abracadabra-Armschiene. Na, Todespriester. Hallo Todi, McTodespriester. Alleine bist du eh nicht so mächtig wie mit deinen Kollegen. Wenn du niemanden so wiederbeleben hast, kannst du es nicht mit uns aufnehmen. Du bist schließlich kein Schleimurai. Das tut mir immer noch in der Seele weh, dass wir gegen den verloren haben, ne? Der zweite Verlust hier in diesem Let's Play. Nach dem relativ jähen Ende und frühzeitigen Ende im Kampf gegen... im Kampf gegen... Wie hieß es jetzt? Gegen die Disco-Dachse. Ich komme hier nicht durch, wenn ich dich nicht besiege, ne? Ich befürchte, genau das ist der Fall. Na, komm her, Kollege Düsterdrescher. Dann lege ich dich hier mal ganz kurz um und dann war es das auch schon mit dir. Ade, mein Freund. Und dann können wir uns hier weiter gut über die Bücherregale schlagen. Und ich bin eigentlich immer noch davon überzeugt, dass man hier irgendwo ein Bücherregal lesen konnte. Aber vielleicht irre ich mich auch. Würde mich nicht wundern, wenn ich mich irre. Ein Therapeutiksamen, der erhöht magische Medizin. Also wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht für Lizzie. Wir greifen einfach alle auf den Todespriester an. Das wird schon irgendwie funktionieren. So stark sind die Gegner hier ja schließlich nicht. So, Ade, mein Freund. Tankt den gut weg. Da kommt ein unheimliches Glühen. Das wäre nur Zauberresistenz gewesen, wenn es getroffen hätte. So, ihr habt den. Wunderbar. Und Ende mit... Na, der Dance macht erstmal noch einen Todesstoß. Zumindest schaltet er den frei. Und dann sollten wir jetzt hoffentlich endlich die Bücherregale hinter uns lassen. Und Lizzie erreicht Level 30 und kriegt damit... fast die letzten Talentpunkte. 4 Stück fehlen uns noch. Wir können theoretisch auch mal gucken, ob ich eventuell einfach Talentsamen übrig habe, die ich benutzen kann, um die nötigen Talentpunkte zu holen, um dann einen Berufswechsel zu machen. Oder aber ich lasse einfach alles so, wie es ist. Und wir genügen uns damit, dass wir noch ein Level warten müssen. Vielleicht hatte ich auch die Bücherregale hier im Kopf. Würde ich jetzt erstmal nicht ausschließen. Und ich glaube, die Viecher da, keine interessanten Bücher. Und Elemente der Alchemie, Wind und Erde. Natürlich kann man Flinkheitsringe mittels Alchemie herstellen, aber man findet sie auch in blauen Truhen. Terra-Klopfer, Terra-Stampfer, Terra-Hammer. Sturmerang, Böhmerang, Blasebogen, Brausebogen, Sturmbogen. Sehr nützliche Sachen, muss ich wirklich sagen. Gerade wenn man... ein Charakter hat, der gerne mit Bogen oder mit Hammer, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, Hammer sind zwar starke Waffen, aber ich finde, die haben nicht so praktische Fähigkeiten. Also ich bin kein großer Hammerfreund in dem Spiel. Deswegen Hammer werden wir wahrscheinlich eher nicht benutzen.
Da gibt es wesentlich bessere Waffen. Also meiner Meinung nach. Aber Bogen schließe ich noch nicht aus, dass das irgendwann eventuell mal passieren wird. So, und das war die skrupellose Skulptur. Dann können wir jetzt weitermachen. Auch für den Fall, dass wir sie noch nicht besiegt haben sollten. Ein goldener Gebetskranz kriegen wir von einem Todespriester. Wunderschön. Also nicht der Todespriester, sondern eher der goldene Gebetskranz. Ein Einhänder. Aber anstatt, dass es ein Schwert ist, wie man es eigentlich erwarten würde, ist es ein Handschuh. Und ich meine, der Handschuh ist gar nicht mal schlecht. Ich glaube, der hat relativ hohes Geschick. Ja, ja, du kannst hier schön... Ach, du rennst mir hinterher. Ich dachte, die rennen nur in eine Richtung. Das sah gerade so aus. Na gut, dann ist es halt so. Wir machen erstmal die Pflegerschleime kaputt, damit die hier ja niemanden heilen können. Grutz. Yes, genau so stelle ich mir das vor. Deswegen für schwere Kämpfe von Leuten, die gerne mal zaubern, lohnt es sich auch wirklich, immer Spiegelrüstungen dabei zu haben und eventuell die Spiegelrüstung so vielen Teammitgliedern wie möglich anzuziehen oder halt Kartoptrick-Rüstungen. Egal, ob jetzt die verbesserte oder die nicht verbesserte Spiegelrüstung. Hauptsache irgendwas, was Zauber reflektiert. Kann natürlich auch gefährlich sein, wobei ich gerade auch nicht sagen kann, ob ich das eventuell mit Final Fantasy verwechsle, weil da ist es beispielsweise so, wenn du einen Reflektor auf dir drauf hast, sodass du Zauber reflektierst, kannst du natürlich auch nicht mehr von Heilzaubern deiner Gruppenmitglieder getroffen werden. Und ob das hier genauso ist, dass da ab und zu mal Heilzauber reflektiert werden, das weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall lohnt es sich oft, ein paar Abwehrpunkte aufzugeben, um die Reflektierfähigkeit quasi zu bekommen. Also ein Schleimtropfen vom Pflegerschleim, finde ich gut. So, und was haben wir hier noch? Kecke Klamotten für kesse Kinder. Glänzende Erfolge erzielt man mit Strahlestein aus der Nähe von Wasaba und Spiegelstein aus den Urdus-Sümpfen. Flamenco-Hemd, Tänzerin-Kleid, Superstar-Smoking. Farbenfrohes Tütü, schimmernder Smoking, schimmerndes Kleid. Sternenreif und schicke Hose. Warum? Keine interessanten Bücher und der Kampf geht los. Ach Leute, warum bitte? Ich tue euch doch im Normalfall gar nichts. Wenn ihr mich hier nicht die ganze Zeit überfallt, dann würdet ihr auch noch weiterleben. Aber nein, ihr wollt es so, Grutz. Verdammt. Kritischer Grutz. Aber das passt schon irgendwie. Deka macht das weg. Und dann können wir noch gucken, ob wir die letzten beiden Dinger plündern können. Ohne, dass wir direkt wieder von irgendwem oder irgendetwas angefallen werden. Ein Heilkraut. Na, das hat sich ja gelohnt, da nochmal reinzugucken. Heilkraut. So. Da kommen wir nicht durch. Aber hier kommen wir rein. Und ich würde sagen, wir sind am Zielort angelangt. Schauen wir doch nochmal ganz kurz zum Einhänder. Der macht gut mehr. Einzelner Handschuh, der dem Träger ein gefährliches Flair verleiht. Geschick mehr, Abwehr weniger. Logischerweise. Ja komm, Olli nimmt den. Ja, ich würde sagen, ich bin ganz zufrieden. Du da, Bürschchen, du bist zu spät. Sind alle Schweinspickelschüler heutzutage solche Trödler? Also, was ist los? Was stehst du denn da und glotzt nur? Ich spreche mit dir, Bürschchen. Jetzt setz dich schon hin. Okay, Entschuldigung, tut mir leid. Ey, los raus hier, Olli. Hau ab, solange du noch kannst. Der alte Irrer hat uns verflucht. Wir können uns nicht bewegen. Wenn du nicht abhaust, kriegt er dich auch. Was mit dir? Hilfe. Dieser Unterricht geht schon eine Ewigkeit. Und zwar ohne Pause. Ich halte das nicht mehr aus. Ich muss pinkeln. In Ordnung. Ich hab's ja verstanden. Ich werde nie wieder den Unterricht schwänzen. Aber jetzt will ich hier raus, du armer Irrer. Du solltest dich doch hinsetzen. Was guckst du denn so, Bürschchen? Möchtest du etwa Ärger, dummes Kind? Du gibst wieder Worte. Hältst du dich vielleicht für etwas Besonderes? Wir dulden keine solchen Frechheiten hier in Schweinspickel, mein Bürschchen.
Ich bin Sternivus Schweinspickel, der Gründer der Schule, und ihr habt den Lehrer zu gehorchen. Ihr müsst sternen, euch zu benehmen, bevor ihr etwas lernen könnt. Und jemand, der so aufsässig ist wie du, muss folglich bestraft werden. Also Bürschchen, jetzt folgt deine Lektion! Tja, Herr grausiger Pauker, so treffen wir uns in deiner tatsächlichen Form. Wie machen wir es am besten? Ich würde sagen, wir greifen einfach mal an. Jedes Mal gucke ich erneut, wie wir es am besten machen können. Und jedes Mal bleibe ich wieder bei derselben alten Taktik. Erstmal dich bitte selber stärken. Du hast... Ja, Angriff. Und, Angriff. Der Kampf sollte hoffentlich... Oh, sehr schön. Oh yes, da hat direkt das Geschick zugeschlagen. Wir kriegen einen Doppelschlag ab. Und noch einen einzelnen Schlag. Ich rieche einen Esculap-Stab in naher Zukunft auf uns zukommen. Aber ich muss auch sagen, ich verstehe, warum der gerade ein bisschen sauer auf Olli war. Nee, komm, ich mache die Mittelheilung. Die sollte stärker sein. So, ich muss ja gerade nicht auf MP aufpassen. Gerade seit dem letzten Upgrade, dass wir da 60 MP mehr haben. Lohnt es sich wirklich? So, aha, einmal reflektiert. Bitteschön, mein Freund, da hast du deinen Zauber wieder. Deka schirmt den Angriff wunderbar ab, das finde ich sehr schön. Olli ist wieder voll. Und ich würde jetzt der Taktik halber mal sagen, Lizzie mal Esculap-Stab auf sich selber, Deka greift an und Dance meditiert ein bisschen. So, einmal knack. Und da kommt wieder die Reflexion. Bitteschön. Da ist dein Angriff zurück. Mhm. Wunderbar. Lizzie heilt sich. Auch spitzenmäßig. Gut, nächste Runde. Also das läuft wirklich bisher noch ohne sonderliche Zwischenfälle, wie ihr sehen könnt. Und das, obwohl wir nicht mal ganz voll waren, bevor wir den Kampf gestartet haben. Ich hoffe, jetzt greift er an. Ja, sehr schön. Ich finde es überraschend, dass wirklich Olli scheinbar zusammen mit DK, zusammen mit Dance, die schlechteste Verteidigung hat. Dass Lizzie mehr Verteidigungspunkte hat, beziehungsweise die Angriffe besser wegstecken kann als Olli, finde ich heftig. So, Attacke. Dann bist du dran mit Doppelschlag. Ja, mach du ruhig den Doppelschlag. Reflexion? Nö, diesmal leider nicht. Aber man kann ja nicht alles haben. Kabam. Und Deka ist dran. Vielleicht reicht das ja auch schon bald. Wir hatten ja immerhin auch den einen kritischen Treffer drin, der fast 300 Damage gemacht hat. Also, ich glaube, Ewigkeiten wird der Kampf hier nicht mehr gehen. So. Ja, steiger nur deine Konzentration. Ja, schön. Ah, bist du stolz auf dich. Dass du hier so schön deine Konzentration gesteigert hast, um dann den Doppelschlag loszuzünden. Nützt dir aber nichts. Ich sag doch, der Kampf wird nicht mehr ewig gehen. Der grausige Pauker ist hinüber. Und Deka erreicht Level 31. Und wir kriegen von ihm ein Waisenelixier. Naja, okay. Nein, ohne mich wird es nur noch unfolgsame und unerziehbare Schüler an dieser Schule geben. Oh, mein Kopf. Oh. Danke für die Füge. Sehr freundlich von dir. Aber was ist denn geschehen? Das hier ist doch mein Klassenzimmer, nicht? Und ihr müsst Schüler der Schweinspickelschule sein, aber warum schaut ihr mich denn an wie ein Geist? Na, soll das ein Witz sein? Du hast uns doch hier runtergeholt und dir festgehalten, blöder alter Geist. Ich muss ja so dringend auf die Toilette. Er muss wirklich auf Toilette. Ich halte es nicht mehr aus. Geht nicht anders. Ich muss los. Mann, ich bin hungrig. Mir ist schon ganz schlecht. Ich muss dringend los, um mir was zu essen zu besorgen. Ich habe euch eingesperrt? Wirklich? Aber, boah, das könnte stimmen, ja. Ich erinnere mich wieder ein wenig. Tut mir leid, Kinder. Ich war nicht ganz bei mir, müsst ihr wissen. Aber selbst in meinem bedauernswerten Zustand hatte ich nur das Beste für eure Erziehung im Sinn.
Also, ihr habt auf jeden Fall großes Potenzial, ja. Ihr seid sozusagen Rohdiamanten, aber etwas zu undiszipliniert. Deswegen habe ich die Frucht zur Hilfe genommen, um etwas mehr beitragen und eure Konzentrationen zu lehren. Ja, wisst ihr? Aber meine besten Absichten gingen so nach hinten los sozusagen. Also es tut mir wirklich leid, Kinder. Ich habe einen wirklich großen Fehler begangen. Aber du, guter Junge, dein Einsatz für deine Mitschüler war wirklich bemerkenswert. Wie heißt du denn? Ach, Olli, nun, Olli, du machst der Schweinspickelschule alle Ehre. Jetzt weiß ich, dass hier vorbildliche, Absolventen hervorgebracht werden und kann endlich in Frieden ruhen. Na, dann mach's mal gut, Sternivus. Pah, aber das hätten wir doch auch klären können, ohne diesen Affentanz zu machen, blöder alter Geist. Rohdiamanten, das gefällt mir. Habt ihr gehört? Er hat uns Rohdiamanten genannt. Das heißt, wenn wir öfter zum Unterricht gehen, können wir zu geschliffenen Juwelen werden. Das könnte sich lohnen. Ich kann mich wieder bewegen. Endlich kann ich aufs Klo gehen. Danke, dass du uns aus dem Schlamassel geholt hast. Ja, ey, danke, Oliver. Ist das gut bei mir? Ja, zumindest hat Stefinus Schweinspickel einige von diesen Schülern überzeugt. Der Fall ist also abgeschlossen. Und das wären dann auch unsere 7 Fügen. Eine Menge. Machen wir uns auf den Weg zum Observatorium, um sie abzuliefern. Du weißt doch, wie du zurückkommst, oder? Geh zu dem blauen Baum bei der Alles-Neu-Abtei und ruf den Sternexpress. Ja, in der Theorie stimme ich dir dazu, dass man das machen könnte. Genau, aber vorher müssen wir nochmal zum Direktor. Oh, wundervoll. Ihr habt sie alle gesund und munter zurückgebracht. Welche Erleichterung. Dann war der Geist von Stervinus Schweinspickel also der verantwortlich. Also, das tut mir so leid. Das war alles meine Schuld. Der Verfall der Werte hier hat den armen Kerl sich wohl im Grabe umdrehen lassen. Ich war wohl etwas zu nachsichtig. Aber von nun an werde ich den Ruf der Schweinspickelschule nicht mehr gefährden und die Schüler etwas strenger führen. Aber dank eures Einsatzes, Inspektor, könnte der Fall gelöst werden, bevor der Ruf der Schule ramponiert wurde. Aber wie bitte? Ihr seid gar kein Inspektor. Ach, das macht gar keinen Unterschied. Olli, wir stehen tief in eurer Schuld. Bitte nehmt diese Belohnung für eure Mühen. 3000 Goldmünzen. Na, warum nicht? Und ich scheine mich nicht geirrt zu haben. Ihr habt wahrlich hervorragende Arbeit geleistet, ja? Und ich hätte es fast vergessen, unsere Waffenausbilder sind alle von der jährlichen Lehrerkonferenz zurückgekehrt. Wenn ihr eins von euren Talenten verbessern wollt, dann könnt ihr sie jederzeit um Instruktion bitten. Das werde ich sehr gerne machen. Denn jetzt haben wir einen ganzen Arsch voll. Einen ganzen Arsch voll Quests freigeschalten. Denn für jeden Waffentypen gibt es hier einen Lehrer. Und auch 2 Quests, die wir da lösen können. Dementsprechend, es steht jetzt viel für uns offen. Sehr viel. Wir machen nur das Nötigste, muss ich dazu sagen. Aber dennoch, was willst du von mir? Dein Schildtalent ist ja jämmerlich. Bring es auf 30, dann können wir reden. Okay, schade, ich habe nicht genug Schild. Das ist eine Folgequest. Hey, du siehst aus, als könntest du ganz gut mit dem Schwert umgehen. Du hast ein Schwerttalent von mindestens 30, oder? Toll. Ich bin Marco, der Schwertlehrer hier in der Schweinspickelschule. Hast du vielleicht Lust, eine kleine Prüfung deiner Schwertfähigkeiten abzulegen? Im Grunde geht's darum, ein Wegzeichen zu finden, das der große Kriegsfried damals irgendwo aufgestellt hat. Es ist leuchtend rot. Du kannst es also gar nicht übersehen, wenn du es gefunden hast. Ich möchte, dass du das Schild findest und dann zu mir zurückkommst und mir sagst, was draufsteht. Verstanden? Selbstverständlich. Augen auf. Sehr schön, jemand mit deinem Talent hat das wohl gar nicht nötig, aber ich gebe dir trotzdem noch ein paar Informationen. Der Schlüssel zur vollendeten Schwertkunst ist die Wahrnehmung. Berichte mir deshalb Wort für Wort, was auf dem Schild steht. Gerne. So, aber viel mehr Talente haben wir auch gar nicht. Lizzie hat noch ihr Zauberstab-Talent, was relativ hoch ist. Und ich meine, der Zauberstablehrer müsste hier draußen sein, ein älterer Herr. Du bist es, glaube ich. Oh, ein junger Einfallspinsel mit einem Zauberstabtalent von mindestens 30. Gut, genau das, worauf ich gewartet habe. Ich brauche jemanden, der mir meine Rücken mit dem Zauberstab kratzt. Also, mach schon. Ja, da, ja, ja, etwas höher. Genau an der Stelle, ja. Au, 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 was soll das denn? Das hat weh. Ich sagte kratzen und nicht stechen.
Aber bis dahin war es gar nicht so schlecht. Ich glaube, du hast es drauf. Willst du den alten Mann so richtig glücklich machen, dann findet er den perfekten Rückenkratzstab für mich. Okay, ja klar, das ist ja ganz einfach. Du bist einverstanden? Fantastisch. Ich heiße übrigens Ignaz. Ich gab einem meiner Schüler einst einen wundervollen Zauberstab, wunderschön gefertigt und genau richtig geformt. Ich glaube, er betreibt jetzt den Dorfladen Altpier in der Nähe von Welkham oder so. Also wenn du dich dorthin aufmachst, wirst du ihn schon finden. Und dann bringen wir den Zauberstab. Also los, vorwärts, Marsch! Ja, ist ja gut. Das große Jucken haben wir jetzt angenommen. Ja, alles andere können wir noch nicht tun. Haben wir leider keine Talentpunkte investiert. Ich hätte ja wirklich gerne noch Schild angefangen, aber 30 habe ich nicht. Dann würde ich einmal ganz kurz übernachten, damit es uns wieder ein bisschen besser geht. Aber ich bin sehr froh, dass wir es heute geschafft haben, so wirklich ohne Probleme den grausigen Pauker zu besiegen. Ach, ich komme jetzt immer auf diese Tasten da hinten. Was soll denn der Kack? Okay. Dann haben wir das erledigt und dann würde ich sagen, porten wir uns doch einfach mal direkt nach Altpier. So, was anderes sollte es hier auch tatsächlich nicht mehr geben, als die Lehrer, die jetzt alle zurück sind. Also sollten wir nicht noch ein paar Level-Ups haben und Talentpunkte kriegen, dann brauchen wir da nur zurückzukehren, wenn wir uns heilen möchten. Oh, ich dachte, ich guck mal hier oben, ob es wieder ein bisschen frisches Wasser gibt. Gerade für Himmelsgebinden kann man davon ja nie genug haben. Aber leider ist da nichts. Tachchen. Bitte was? Ignaz, mein alter Zauberstablehrer. Boah, da kommen Erinnerungen hoch. Er hat mich immer nur seinen Rücken kratzen lassen. Die Stunden bei ihm waren absolute Zeitverschwendung. Was will der alte Brumme überhaupt von mir? Den Zauberstab, mit dem ich ihm den Rücken kratzen musste, das alte Ding. Den wollte ich nach meiner Ausbildung nicht mehr sehen. Ich habe ihn in die gruselige Grotte bei Lapskausen geworfen. Vielleicht findet ihr ihn. Allerdings ist das Ganze schon 10 Jahre her. Macht euch also keine allzu große Hoffnung. In die gruselige Grotte bei Lapskausen. Na gut. Dann ist das vielleicht was für ein andermal. Weil ich meine, dafür muss man einfach nur so viele Gegner in der Grotte plätten, bis man irgendwann den Zauberstab droppt. Deswegen erledige ich... Was mache ich denn hier eigentlich? Deswegen... werde ich einmal ganz kurz auf die Suche nach dem roten Schild gehen. Dann können wir das nämlich heute schon mal erledigen. Dafür müssen wir hier einmal kurz nach Wurmwald. Und hier unten in unser Bötchen einsteigen. Ist einfach die schnellste Art und Weise. So ein paar Kaminkorallen schaden auch nicht. Die können wir später noch für ein bestimmtes Rezept gebrauchen. Eigentlich würde es sich auch lohnen, noch ein paar Strahlesteine zu farmen. Die sind ja auch hier direkt um die Ecke, aber vielleicht mache ich das offscreen. Wir suchen jetzt das rote Schild. Und das ist gar nicht so weit weg von hier, deswegen habe ich mich auch hier hinbegeben. Vielleicht wäre es sogar schneller gegangen, wenn wir direkt so alles neu abteilen wären. Aber sei es drum, das klappt schon irgendwie. Je nachdem, wie viele Monster einen aufhalten wollen. Ne, Mr. Clownhammer? Komm, wenn ich einmal hier einen Clownhammer habe, dann nutze ich doch die Gelegenheit, um zu versuchen, dem doch einfach noch ein toughes Tattoo abzunehmen. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber wir haben es dann zumindest probiert. Und Schaden tut es nicht. Deka macht den sicher gleich mit einem Angriff fertig. Auf jeden Fall. Gut, mehr wollte ich gar nicht. So. Kein toughes Tattoo, aber warum nicht testen, wenn schon einer da war? So, und jetzt müssen wir hier in diese kleine Bucht hinein. Das ist nämlich das Geheimnis der ganzen Sache. Und hier gibt es ein Inselchen. Selbstverständlich möchten wir aussteigen. Und hier auf dem Inselchen gibt es nicht nur neue Gegner, sondern es gibt auch das rote Schild. Mein Schwert ist mein Leben. Kriegfried. So, und normalerweise hätte man jetzt das Schild gelesen und würde jetzt zurückgehen. Und dann würde man angemeckert werden, weil man das falsche Schild gelesen hätte. Deswegen überspringen wir das Ganze einfach und ich lese mal gleich das richtige Schild. Denn auf der Rückseite steht in winzigen Lettern etwas geschrieben. Der erste Blick offenbart nicht alles. Schau, was hinter dem Schilde steckt. Kriegfried. Genau das ist es. Das ist des Rätsels Lösung. Das Schild ist hier auf der kleinen Insel und man muss hinten drauf gucken. So einfach kann es sein. Genau, dann würde ich jetzt noch einen Zyklopen besiegen wollen. Ich meine, so einen Bulzebub
oder wie die Viecher auch immer heißen, haben wir schon mal besiegt. Den gab es ja, glaube ich, gratis dazu. So, kümmern wir uns erstmal um den Skelettsoldaten. Kleinvieh macht schließlich auch Mist, das wissen wir alle. Der ist wütend auf Dance. Okay, der hat doch ganz normal angegriffen. Aber besiegt ist besiegt. Und jetzt kümmern wir uns um den Zyklopen. Der hat so viel Verteidigung, dass sogar so ein Angriff von so einem riesigen Zyklopen dem nicht wirklich viel ausmacht. Das ist sehr schön, meiner Meinung nach. So, da kommt Lizzie um die Ecke. Ja, Dance kriegt natürlich ein bisschen mehr Damage. Und Deka legt den Zyklopen hin. Supi! Das heißt, wir haben das Schild gefunden. Und wir haben einen weiteren Gegner besiegt. Dann gehen wir mal eben nach Lapskausen. Und können... Ja, ich schaue einfach mal in die Grotte rein. Ob wir da vielleicht schon bei eins oder zwei Gegnern was finden, was wir gebrauchen können. Sollte das nicht der Fall sein, dann mache ich ganz kurz eine Pause und suche das offscreen. Dann können wir nämlich die Quests beide direkt abgeben. Das fände ich persönlich gar nicht mal so schlecht, wenn wir das machen könnten. So, dann nehme ich hier auch noch ein paar Kaminkorallen mit, wenn ich einmal hier bin. So, das nehmen wir und die hier nehmen wir. Und ab in die gruselige Grotte. Da ist die Frage, gruselige Grotte draußen oder gruselige Grotte drin? Aber ich gehe eher davon aus, dass wir nach drinnen gehen sollen. Wäre für mich realistischer. Komm, ich beschleunige das Ganze hier mal ein bisschen. Moment, wenn ich aber schon mal hier bin und in die Ecken gucke... Ach, die ist noch offen. Warum ist die noch offen? Ja, weil ich seitdem das Spiel nicht mehr neu gestartet habe, glaube ich. Komm, mir ist egal, was ich besiege. Hauptsache, ich besiege irgendwas. So, tschüss, Seeblase. Wir machen mal so 5 Gegnerchen zusammen. Ich mache mich auf den Weg tiefer hinein. Und wenn es nicht klappt, dann, wie gesagt, mache ich ganz kurz ein Päuschen. So, Nummer 2. Du hast auch den Stab nicht gesehen. Das finde ich zwar schade, aber sei es drum. Gut, hier gibt es nichts. Also gut ist es zwar nicht, aber hier gibt es halt trotzdem nichts. Gehen wir aber tiefer hinein. Hallo, Freunde. Hat irgendjemand von euch einen Zauberstab gesehen, mit dem man sich den Rücken kratzen kann? Hat überhaupt jemand Freunde gesehen? Da ist jemand. Hi, Freunde. Habt ihr was gesehen? Also außer Dance, der jetzt einen Todesstoß machen kann. Du hast gesehen? Nein? Guck doch mal genauer nach. Nö, auch nicht. Gut, dann nicht. Mano. Salamarodeur, du musst doch was gesehen haben. Ihr habt doch sicherlich ein Auge fürs Detail. Habt ihr einen Zauberstab gesehen? Ah nö, du wärst erstmal ab. Na gut. Aber Zauberstab musst du trotzdem gesehen haben. Nein? Gut, dann nicht. Komm, einen nehmen wir noch. Dich da. Und sonst gibt es gleich ein Päuschen. Oder ich mache einfach die Minute noch voll. In der Hoffnung, was zu... Ach, guck mal, da ist er sogar. Der Rückenkratzer. So viel dazu. Ging besser, als ich gedacht hätte. Gut, zurück geht es zur Schweinspickelschule. So, und dann können wir die ersten beiden Quests direkt abgeben. Wird jetzt noch nicht so wirklich sinnvoll sein. Was soll das? Ich bin ein Inspektor und ich habe eine Verabredung mit dem Schuldirektor. Quatsch, ihr war schon ein Inspektor. Der Fall ist abgeschlossen. Und jetzt? Geh, habt ihr das Schild nicht gelesen? Kein Zutritt. Aber was hat das zu bedeuten? Ey, lass mich in Ruhe, Hände weg. Oh, der arme Typ. Naja, gut, ist, schade um ihn, aber passiert. So, mein Freund, hier ist dein Rückenkratzer. Da bist du ja endlich. Hat's dir aber Zeit gelassen. Hast du den Rückenkratzer? Hier, bitteschön.
Na, da ist ja mein Zauberstab. Sehr gut, du kannst die ja gleich wieder kratzen. Mach schon. Oh, ich halte es nicht mehr aus. Also los, kratzen, kratzen, kratzen. Ja, ja, oh, ich denke, das reicht fürs Erste. Oh, großartig. Genau, gut gemacht, Büblein. Du hast die Prüfung bestanden. Du bist ein wahrer Meister der Juckreizlinderung. Hier, das ist für dich. Immer wenn du in der Gegend bist, kannst du gerne vorbeikommen, um mir den Rücken zu kratzen. Verstanden? Ein Schockstab. Oh, nicht, dass wir das unbedingt brauchen würden, aber schönes zu haben. Und die Quest ist abgeschlossen. So soll es sein. Ja, und jetzt müssen wir wiederkommen, wenn wir ein Talent von 100 haben. Deswegen können wir da noch nicht weitermachen. Aber wir geben noch Marco Bescheid. Und dann können wir in der nächsten Folge direkt damit anfangen, zu Alles Neu Abtei zu gehen. Und uns in den Sternexpress zu setzen. Oh, hallo, da bist du ja wieder. Und was stand auf dem Wegzeichen? Der erste Blick offenbart nicht alles. Schau, was hinter dem Schilde steckt. Also, ich bin schwer beeindruckt. Du hast die richtige Inschrift gefunden. Du bist wirklich erstklassig. Was Kriegfried uns damit sagen will, wahre Schwertkämpfer müssen sehen, was sich hinter dem Offensichtlichen verbirgt. Gut gemacht, du hast die Prüfung mit Bravour bestanden. Hier, das ist für dich. Ein Kriegerschwert. Brauchen wir auch nicht. Kann man sich auch relativ leicht alchemieren. Aber, ja. Quest ist absolviert. Der Weg ist geebnet. Und wenn wir die Folgequests abschließen, dann lernen wir die guten Sachen. Es ist im Prinzip genauso wie die Quests von den Berufungen, wo man, wenn man die Level 15 Quest erledigt, immer irgendein Item bekommt, was für die Klasse passend ist. Und wenn man die finale Quest absolviert, was wir ja bisher noch nirgendwo haben, weil wir noch nirgendwo Level 40 sind, dass man dann da eine bestimmte Fähigkeit bekommt. Also genau dasselbe, nur eben für die Talentpunkte. Und nicht für die Klassen. Gut, Leute, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal, wie schon gesagt, gehen wir zum Bäumchen und fahren mit dem Sternexpress zurück in die Alles-Neu-Abtei, zurück ins Observatorium und geben die Fügen ab und dann mal schauen, wie es weitergehen mag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!